Hallo Leute und willkommen zurück zu einer weiteren Let's Play Folge LS19 auf der Map Felsbrunnen. Ja, ihr seht es, wir sind immer noch dabei, den Weizen zu ernten. Oh, wir haben hinten gar kein Licht, habe ich gerade festgestellt. Wir sind da immer noch dabei, den Weizen zu ernten und ihr hört es vielleicht, Jürgen habe ich diesmal nicht vergessen. Jürgen ist bei der Folge nicht da, weil wir schaffen es leider nicht noch aufzunehmen. Aber wir werden gucken, ab nächster Woche wird er vielleicht wieder ein, zwei Mal wieder da sein. Aber ich dachte mir, heute die Folge und die nächsten muss ich jetzt leider so aufnehmen, weil er leider keine Zeit hat. Ist ja jetzt auch nicht so schlimm, das kriegen wir ja auch mal so hin. Ihr habt es ja auch gehört in der Special-Spezialfolge. Jürgen und ich werden auf jeden Fall nochmal ein Projekt schönes zusammen anfangen. Da müssen wir aber mal gucken. Das wäre dann das erste gemeinsame Projekt auf den Kanal. Er war zwar auch schon in Sivasusum dabei, aber war bis jetzt halt so noch nicht von Anfang an dabei. Immer nur so als Aushilfe, als Hilfe. Da wollen wir mal einfach mal gucken. Wir warten auf eine schöne Karte, wo wir dann starten können. So, was haben wir denn da unten? Weizen, 9% drin. Ach so, ach ja, das ist das neue System, was ich drin habe, ne? So, und oben seht ihr, ich habe noch zwei kleine Mods installiert. Ihr seht jetzt, es ist Montag, 21.35 Uhr. Das zeigt jetzt mal wenigstens die Zeit an. Spieltag 2, Dienstag, okay. Ja, da haben wir ja in zwei Tagen schon echt viel geschafft. So, ich würde sagen, wir ernten jetzt hier nochmal kurz ein Stückchen. Ansonsten schmeißen wir den Helfer an. Denn wir wollten eigentlich noch das Feld drüben fertig sehen. Oder wir schmeißen da den Helfer an. Das können wir natürlich auch machen. So. Bis wo warst du denn? Okay. Vielleicht kriegen wir auch hier einfach den Helfer reingesetzt. Aber so viel ist das auch nicht mehr, ne? Ach komm Leute, das Stück, das machen wir. Da machen wir es schnell anders. Komm her hier. Da machen wir schnell den Helfer rein. Und rum. Oh, der ist auch so schwerfällig, dieser Mähdrescher, ne? Der New Holland. Was sind das für ein Bug die ganze Zeit? So, und gesenkt ist es. An müssen wir es machen und los geht's. Oh, ist echt schon dunkel, Leute, ne? Naja, da müssen wir halt ein bisschen in der Nacht hier arbeiten. Ich glaube, für euch ist das noch dunkler als für mich. Ah, wisst ihr was? Spulen ist auf den Moment. Wir könnten. Wir machen mal kurz was, Leute. Moment, was haben wir denn? Zack. So, Leute, wir haben was Schönes drin. Moment. Oder was ist denn das hier? Da haben wir, fehlt uns Geld. Oh, da müssen wir echt Geld jetzt aufnehmen. Müssen wir jetzt echt Geld ausnehmen? Noch ein bisschen aufnehmen. Finanzen. Wir können uns nichts leihen. Okay, dann ist das aber jetzt doof. Dann machen wir das kurz anders, Leute. Attack. Steht es in Pflanzenwachstum? Machen wir mal schnell aus. Und dann spule ich mal schnell vor, Leute. Weil ich weiß, dass das, wenn das Spiel, wenn es dunkel ist, das bei mir ist das echt total dunkel dann. Dann spulen wir mal lieber schnell vor, Leute. Ich sag einfach, wir machen einfach so. Ich mache einen Cut und wir sehen uns gleich wieder, wenn es hell ist. Bis gleich. So Leute, ich habe mal kurz Cut gemacht und jetzt bin ich ja wieder da. Ihr habt es ja mitbekommen. Ich habe mal kurz ein bisschen vorgespult, aber ich habe leider, glaube ich, ein bisschen zu weit gespult. Ich wollte eigentlich, jetzt muss ich hier ein bisschen aufpassen. Ich wollte eigentlich, ich hatte Wachstumsstufe ja ausgemacht, aber ich hatte jetzt für die letzten zwei Stunden wieder angemacht, aber ich hätte es, glaube ich, doch nicht anmachen sollen. Denn ihr seht es, es ist schon ein bisschen was gewachsen. Aber, ach, egal, ist ja nur das Stück hier, da müssen wir das nochmal nachsehen. Ach, Mann. Aber
Ich weiß, dass das Aufnahmeprogramm, wenn es dunkel ist, echt total dunkel ist. Dann habe ich, dachte ich mir, lieber machen wir es halt so. Ist jetzt auch nicht so schlimm. Dann können wir wenigstens gleich ein bisschen weitermachen. Der Drescher müsste auch gleich soweit sein, fertig. So, ach, das ist aber auch nicht viel, was uns jetzt hier flöten geht. Das sehen wir nochmal an. Dann müssen wir halt hier nochmal mit der Düngespritze rüber. Das ist jetzt auch nicht ganz so schlimm. Oh, naja, dafür ist es jetzt hell. Es ist hell und wir können auch wenigstens was sehen. Aber ich muss sagen, es wird schon ganz schön spät hier hell im Spiel. Aber ja. Ich möchte jetzt aber gar nicht hier so durchfahren, Leute. Ta 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 ta. Ach komm. Dann fahren wir jetzt halt hier durch. Hier können wir ja heben. So, und rum. Ich glaube, noch ein, zweimal müssen wir hier. Und senken. Und ein bisschen rüberfahren. Und schon weiter geht's. Da kriegen wir es hin mit 18% Dünger noch? Müssten wir eigentlich schaffen. Das ist auch so extrem dunkel, finde ich. Also die Texturen gerade. Irgendwie sehen die sehr komisch aus. Aber wir machen jetzt das Feld nochmal schnell fertig und dann können wir unseren Drescher abtanken. Der kann dann auch weggebracht werden. So, dann müssen wir glaube ich noch einmal fahren. Hoch und einmal runter. Dann müsste es reichen. Dann müssten wir hier glaube ich sogar schon fast die Düngespritze auspacken wieder. Oh, jetzt habe ich ausgemacht. Das wollte ich gar nicht. Ich wollte eigentlich hoch. Ach, falsch gedrückt. So, und gucken wir mal, wie weit wir kommen. Das müsste aber eigentlich reichen. Dann können wir noch einmal zurückfahren. Genau. Da haben wir das Feld auch fertig. Und kommen wir hin mit unserem Dünger? Ja, müsste eigentlich klappen. So, Leute. Ja, und dann können wir ja fast das nächste Feld da drüben auch schon anpflanzen. Da könnten wir rein theoretisch auch den Helfer anstellen erstmal und dann können wir das Feld hier weiter bearbeiten. Jetzt haben wir wieder viel zu tun. So. Hier drehe ich jetzt einfach mal eine Runde. Und rückwärts. So, und zack. Und das müsste jetzt eigentlich reichen. Dann können wir den auch gleich nochmal voll machen an der. An unseren Shop können wir ihn gleich nochmal auffüllen für die nächste Aussaat. Was denn hier ist ja schon wieder. Moment. Selbst hier. Selbst Unkraut wächst auf dem Feld, wo man nichts angepflanzt hat. Ja gut, ist ja auch wie in echt, aber. Ja, das ist okay. Ah, schafft das, müsste eigentlich schaffen. Der kämpft aber auch diesen Berg hier hoch. Man sieht es gerade, wie das ist echt gekrümmt. So. Das klappen wir mal zu. Das klappen wir auch zu. Oh, das wollen wir nicht da lassen. Das nehmen wir auch nochmal mit. Aber nochmal kurz zurück. Sehr schön. So, dann machen wir die Maschine mal aus. Die bringen wir jetzt erstmal schnell weg. Aber Leute, wir können mal wieder Pflanzenwachstum schnell machen. So, dann kann das wachsen. Dich werden wir jetzt mal schnell, genau, mit dir fahren wir jetzt schnell zu, ja, wo fahren wir da schnell hin? Ja, wir wollten zum Shop fahren, schnell und aufladen. Auch oh, Leute, heute ich bin, oh, ihr merkt es, glaube ich, heute ist nicht so mein Tag. Heute ist nicht so mein Tag. Dich fahren wir jetzt erstmal schnell auftanken. Oder müssen wir hier, müssen wir gleich spritzen, 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 müssen wir. Aber du kannst in der Zeit dann das Feld machen. Was wollen wir denn auf dem Feld anpflanzen? Machen wir, da wollten wir ja Raps machen, ne? Leute, Ölrettich, Gras, Weizen, Gerste, Raps. Oh, mit unserem neuen Mod, den wir drin haben, zeigt auch mittlerweile so an, was wir anpflanzen wollen. Das ist sehr schön. So, was haben wir denn hier stehen? Das ist Kalk.
So, haben wir noch einmal. Moment, da muss ich mal kurz. Da haben wir, glaube ich, noch stehen, ja. Da haben wir noch stehen, okay. Dann können wir wieder abfahren, weil Dünger haben wir noch auf dem Hof. Habe ich jetzt auch gerade gar nicht dran gedacht, dass ich noch Dünger auf dem Hof habe. Ah, so, komm, dann fahren wir jetzt nochmal schnell Dünger holen. Dann hauen wir den Helfer rein. Der kann gleich Raps ernten, säen, drillen. Ihr wisst, was ich meine. Oh, heute bin ich echt voll verpeilt. Heute ist gar nicht so mein Tag. So, dann komm her hier. So, wo stehen sie denn? Da steht. Da steht's. So, sehr schön. Jetzt sagt nicht, ihr reicht nicht. Doch, das passt. So, Rückwärtsgang. So, dann stellen wir dich mal genau an Feldrand ran. So, Leute. Oh, hier sieht man genau, wo ich lang gefahren bin. Weil wir die Fruchtzerstörung drin haben. So, ich stelle mal hier hin. Warte, ich kann mal nicht gleich starten. Macht ihr das dann mit? Das passt schon. Das passt schon. So. Oh, ein bisschen ist noch was reingekommen in den Drescher. Aber so viel Korn ist das auch nicht. Ja gut, das war ja auch nur dieses kleine Feld hier. Da seien wir mal nicht so, da kann auch nicht so viel runterkommen. Wow. Nicht daneben kippen. So, komm mal ein bisschen da in die Ecke rein. Genau, mach den mal schön voll. So, dann können wir den auch gleich zuklappen und einparken, nämlich. Zuklappen. Dann klappen wir den auch gleich mal zu. Wow. Ja, hier unsere kleine Steigung. Da habe ich jetzt gerade gar nicht aufgepasst. So. Eigentlich können wir das Gebiss doch ranlassen, ne? Aber Moment, Leute, ich bin der Meinung, Garage. Doch, das kann das sogar. Ich war der Meinung, Sojabohnen hat man mit einem Maisgebiss runtergehauen, aber wenn er das sagt, dass das passt, dann passt das. So, dann das können wir das eigentlich gleich dran lassen, weil wir es ja eh nochmal brauchen. So, dann fahren wir hier hoch. Schaffst du. Sehr schön. Den müssen wir abtanken. Was haben wir denn hier drin? 8000. Oh, das ist ja nicht viel. Das ist ja nicht wirklich viel. Dann schaffst du es. Wow. Ja, passt. Das können wir einlagern. Da haben wir erstmal ein bisschen was auf Reserve. So, da fahren wir mal in unseren Bunker. Hund, vorsichtig, vorsichtig. So, und flupp. Dann kippen wir mal. Oh, da können wir doch mal ein Foto von machen, Leute. Und zack. Sehr schön. Du kannst hier bleiben. So, dann brauchen wir mal vorne Gewicht dran. Ja, jetzt brauchen wir unsere Spritze. Unsere Spritze, dann haben wir das Feld fertig. Der sät, genau. Und dann können wir jetzt ohne Ende spritzen. So, dann stellen wir uns gleich mal hin. Akkurat. So, und ausfahren. Boah, da muss er aber auch kämpfen. Dann gucken wir nochmal. Ja, das müsste passen. So, aber Leute, ich würde sagen, wir spritzen in der nächsten Folge. Ah, das hört sich pervers an. Wenn es euch gefallen hat, schaltet wieder ein zur nächsten Folge. Die kommt am Freitag. Genau, am Freitag kommt wieder. Wir kommen jetzt noch zwei Folgen die Woche. Schaltet ein zur nächsten Folge. Da
wird gespritzt ohne Ende. Und wenn ihr wissen wollt, wie wir spritzen, schaltet ein. Ich danke euch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.